Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, ich habe jetzt mal geguckt, wie wir hier reinkommen. Und ich war ziemlich auf dem Holzweg. Diese Schalter sind auch gemein, ey. Ich habe nicht ganz genau geguckt, wie. Ich habe nur geguckt, wo wir hin müssen dafür. Nämlich hier hin. Ah, Tatsache, hier ist ein Gitter, das ich übersehen habe. Ja. Und da ist auch... Upsala, das wollte ich nicht. Inventar schließen. Eine Druckplatte. So, und diese Druckplatte. Da kam ich her, das ist die Abkürzung, öffnet hier den Weg. Hey, Boys. Ich mache jetzt Feuer unterm Hintern. Na, da kam euer Schildschlag zu spät. Tut mir leid. So, jetzt ist es eh nur noch einer. So, hier war also definitiv nichts. Gut. Hier ist aber noch ein goldener Ritter. Okay. Oh, unser Magier ist fast tot, nicht so schön. Heilung. Mehr Zeugs. Oh, er blutet sehr schön. Nicht den Magier hauen. Schön den Tank hauen. Und Level Up für Talisa. Yay. Freundliches Gesicht. Nee, vielleicht eher... Ich hätte gerne die Zweihand-Spezialisierung. Dafür bräuchte ich allerdings nur... eben einen Punkt. Nee, nehmen wir erstmal nochmal freundliches Gesicht. Ja, für Silasta. Und die bringen nicht mehr viel. Gut.
Okay, da geht's wohl hinter das Gitter. So, komplette Karte. Mhm. Oh, und hier liegt noch was. Ist nicht schlecht, aber bringt niemandem wirklich etwas, gerade in unserer Gruppe. Nehmen wir mal den zweiten Stein hier wieder mit, lassen nur den einen liegen. Also hier gibt's nichts mehr. Ja, und ich werde nicht die Abkürzung hier nehmen. Also hier unten gibt es noch was. War hier noch irgendwas? Jetzt, wo wir uns umsehen können. Gucken wir mal kurz. Hier waren die Schlafgemächer. Ach ja, hier war die Conduit. Hier ist nur ein großer Schlafraum. Und stimmt, hier waren wir nicht drin. Ja. Ist das vielleicht unser Schatzrätsel? Okay, dieses Mal bist du fertig. Zeig mir, was du daraus machst. Lege mich unter eine Sonne an einem Platz vieler Träume. Es sieht aus wie eine Sonne. Und ja, wenn man sehr kreativ ist. Wenn hier viele Leute pennen, dann träumen viele Leute. Probieren wir es einfach mal aus. Ups. Es scheint aber geklappt zu haben. Oh. Ein extra Würfelpunkt für Talentbäume. Nicht das Ding hier, das Ding hier. Du hast 3. Du hast 2. Also ja, 2 habt jeweils 3, du hast nur 2 und du hast auch nur 2. Also wenn ich dir den jetzt gebe, müsstest du 2 haben, du 3 haben, du 3 haben und du 3 haben, genau. Ah, und da ist unsere nächste Nachricht. Und sonst ist hier... Doch, hier ist noch was. Kaiserlicher Dolch. Wäre für irgendeine Diebesklasse nicht schlecht. Was sagt die nächste Nachricht? Ich wünschte, ich wäre eine Spinne, so könnte ich mich an gruseligen Orten verstecken. Das ist aber nicht hier unten, oder? Weil da haben mich in der letzten Aufnahmesession ja die Spinnen erschreckt, und zwar richtig. Jedenfalls die eine Spinne, weil es so dunkel ist da unten. Und die einfach wieder mal aus dem Nichts kam. Also was heißt erschreckt? Das war ein Jumpscare, der mich kalt erwischt hat, mehr oder weniger. Und hier unten ist ja auch noch etwas. Also hier hinter der Wand, das sieht man wieder so schön an dem rausgebrochenen Knubbel. Ist die Frage, muss ich dich dafür in die Nische legen? Oder hier unten hin? Oh, hier unten hin, okay. Wieder so ein Teil. Diesmal für dich und eine Nachricht. In der Nachricht steht, ich bin definitiv zu weich zu dir. Probieren wir etwas Schwereres.
Ein großer Platz des Todes, 4 Seiten, eine vergittert für die Armen, 2 für die Reichen und ein kleiner für den Kaiser. Hier wirf irgendetwas unter die Sonne, dann benutze mich, um das nächste Hindernis zu öffnen. Langsam wird's echt heftig. Mit den Rätseln. Aber ja, bis auf den Bossfight haben wir damit wohl Level 6 abgeschlossen. War nicht ganz so groß wie das Level davor, muss ich sagen. Ach ja, und die können wir mal löschen. Lager, ja, habe ich hier irgendwo angelegt gehabt. Ich habe nur noch vergessen, wo. Ist hier irgendwo noch was Größeres, Räumliches? Ja. Also ist hier jetzt ein Lager. Und ja, ich markiere die eigentlich immer. Für alle Fälle. Die behalte ich mal. So. Nö, nicht wirklich. Und die auch nicht wirklich. Die sind genau, das sind dieselben Armschienen, wie Selastra gerade überhaupt trägt. Okay. Also der Wurf vorhin war echt krass mit der Sonne. Königlicher Bogenschütze, Boss. Mhm. Und hier kommt Brosiros. Ein harter Krieger. Früher entschied er Schlachten, bevor er seinen Verstand verlor und das Herz seinen Kommandanten aufspießte. Wenn du ihn selbst erzittern lassen willst, dann bring mich zum Schweigen. Nein. Okay, sobald der Kampf startet, beschwört er 2 Avatar rein aus Licht, einen aus Schatten. Das bedeutet, dass wir 3 Bogenschützen auf einmal bekämpfen müssen. Das wird kein Picknick. Ja, aber damit endet es noch nicht. Jeder von ihnen hat eine Pfeilregenfähigkeit, die einen großen Bereich innerhalb von Sekunden erledigen kann. Jedes Mal, wenn sie sie einsetzen und wir nicht sterben wollen, müssen wir uns wegbewegen. Mehr noch, der Lichtavatar-Scharfschützenpfeil wird Scharfschützenpfeil nach Pfeilregen einsetzen. Das ist ein Angriff mit sehr hohem Schaden. Also sollten wir ihn besser unterbrechen. Davon mal abgesehen, sollten wir den Lichtavatar besser in Ruhe lassen, da er viele Gesundheitspunkte hat und nicht viel Schaden ausrichtet und Brosiros ihn wieder beschwört, sobald wir ihn getötet haben. Auf der anderen Seite haben wir den Schattenavatar, der mit seinen Angriffen viel gefährlicher ist, aber weniger Gesundheitspunkte hat, sodass wir ihn töten sollten, wenn er es sich ergibt. Brosiros wird auch ihn nach einer Weile wieder beschwören, also pass auf. Okay, das wird ein harter Kampf für uns, besser wir bereiten uns gut vor. Also dann mal ran an den Speck. So, können wir uns mal umsehen. Da oben beschwört er den Schatten und da den Licht. Ich nehme mal an, sie machen die Pfeilangriffe alle zur gleichen Zeit. Ja, da kommt der Pfeilregen. Das heißt, wir sollten uns um den Avatar hier oben kümmern. Und dann ihn wieder angreifen. Noch sieht alles ganz okay aus in unserer Gruppe. Okay, da kommt der goldene Pfeilregen. Oh, den heiligen Pfeilregen können wir nicht unterbrechen. Okay.
Ha, langsam wird das ungemütlich hier. Ne, er benutzt jetzt gerade nur Bogen, okay. Dass mein Heiler gerade angetargetet wird, ist nicht so schön. Oh, der Schattenavatar ist wieder da. Dann kümmern wir uns als erstes wieder um den. Du trinkst sicherheitshalber mal was. Wer hat hier Bedrohung? Lichtavatar. Ja gut, gegen den kann ich gerade nicht viel machen. Tut mir leid. So. Den sollten wir mal wieder auf unseren Tank prägen. Gut, ich denke, das haben wir erreicht. Ist der Schattenavatar schon wieder da? Nein. Okay, du setzt gerade nur Bogen ein. Da kommt wieder ein Pfeilregen runter. Ich sollte eigentlich nicht in dem Feuerring stehen. Ja, der Scharfschützenpfeil. Ja, aber er geht langsam down und bei uns sieht noch alles recht gut aus gerade. Er benutzt gerade Bogen. Und ja, kein Schattenavatar gerade. Da ist er jetzt wieder, aber jetzt machen wir den Boss kaputt, dann sollte der auch verschwinden. Einer weniger, uns kann niemand stoppen. Weißt du, dieser Raum atmet Geschichte. Inwiefern? Der Kaiser starb in diesem Raum bei seinem ersten Besuch im Palast, als er den Fortschritt der Bauarbeiten besichtigen wollte. Oh ja, ich erinnere mich daran. Er war alleine mit seinem Kind, dem jungen Kaiser, wie er genannt wurde, als es passierte. Die Wachen hörten den Kaiser schreien und stürmten in den Raum. Oh Gott, wirklich? Ja, und der junge Kaiser saß weinend am toten Körper des Vaters. Beim Näherkommen der Wachen rannte er fort. Als die Wachen realisierten, was dem Kaiser geschah, war das Kind verschwunden. Hat er den Kaiser getötet? Das ist unwahrscheinlich, da er keine Verwundungen aufwies. Was passierte mit dem Kind? Wochenlang haben sie nach ihm gesucht, ihn aber nie gefunden. Zu dem Streitpunkt beschloss der Hohe Rat, diesen Ort zu versiegeln, ihn zu verfluchen, mit all den Wachen und Sklaven und ihn als Abschreckung gegen Fluchtversuche aus unserem Gefängnis zu verwenden. Das war vor fast 20 Jahren. Und der Körper des jungen Kaisers wurde nie gefunden. Vielleicht hat er überlebt? Ich bezweifle es. Er war ein Jugendlicher zu der Zeit und wohl genauso grausam wie sein Vater auch. Aber dabei kein großer Krieger oder Überlebenskünstler. Wahrscheinlich wurde er von einer großen Spinne gefressen oder so ähnlich. Das ist eine schreckliche Geschichte. Ja, lass uns hier endlich verschwinden. So, was bringt das? Nicht wirklich viel, aber den Schlüssel brauchen wir. Tja, das war wieder ein Bossfight.
Den fand ich jetzt eigentlich ganz entspannend. Ja, ganz ehrlich, solange mir die Hilfe angeboten wird, nehme ich sie gern an. Ich meine, irgendwann lernen wir die Bosse so oder so. Und bevor ich einen Haufen Versuche verschwende... Gut, wieder ein Level höher. Aber wir sind noch immer im Palast. Wir sind wahrscheinlich nicht mehr weit von der Oberfläche entfernt. Aber immer noch so weit entfernt, dass uns niemand schreien hört, wenn wir irgendeine Abscheulichkeit uns die Eingeweide herausreißt. Okay, lass uns das mal vermeiden, indem wir unsere Augen offen halten. Ja. Level 7. Barbarsklave. Okay. Hi, Jungs. Ich habe schönes Zeugs für euch und ich hätte noch ein Level-Up für unsere Heilerin. Und für unseren Serikal, unseren Damage-Magier. Metall, das Schmuckstück des Steins, ist genauso gut wie das Muschelhorn des Steins. Ja, auch gut. Heilung und Neuwuchs verbessern, ja, wäre eine Möglichkeit. Das Ding verbessern wäre eine Möglichkeit, erhöht die kritische Chance aller Heileffekte. Hm, das wäre auch nicht schlecht. Ja, dann haben wir jetzt Tanz von Gaia. Mana-Kosten. Heilt jedes Gruppenmitglied um 68 GP. Hm. So, und was haben wir für ihn? Mit dem Schaden all deiner Feuerzauber wäre eine Sache. Entzünden wäre eine andere Sache. Ich würde sagen, Feuerschaden allgemein mal erhöhen. Dafür brauchen wir noch einen Punkt für Wasserschild.